Zum Abschluss des FDP-Parteitages beschäftigt die Parteispitze eine Debatte über Atomkraftwerke. Delegierte fordern am Morgen, den Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig zu machen. Der Antrag wird knapp abgelehnt. Dennoch will die FDP beim Thema Kernkrafttechnologie offen bleiben. FDP-Generalsekretär Cizeray kritisiert die Energiepolitik der letzten Jahre, damit auch den Atomausstieg. Damals dachten viele in Deutschland, berauscht vom grünen Zeitgeist, dass die deutsche Energiewende weltweit ein Vorbild sein wird. Heute ist die deutsche Energiewende weltweit ein Vorbild, aber ein Vorbild, wie man es nicht machen sollte. Viel Zustimmung gibt es hingegen für das beschlossene Konzept zur Belebung der Wirtschaft. In der ARD-Sendung Bericht vom Parteitag erklärt FDP-Chef Lindner, wie er SPD und Grüne in den nächsten Wochen davon überzeugen will. Wenn alle konstruktiv sind und sie alle daran orientieren, dass es hier um unser Land geht, darum geht, in unserem Land wieder wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, dann bin ich guter Dinge. Trotz schlechter Umfragewerte vor den Europa- und Landtagswahlen lässt sich die FDP nicht von ihrem Kurs abbringen. Die Wirtschaftswende hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Hier geht es darum, ganz grundsätzlich unser Land wieder auf Kurs zu bringen. In den kommenden Wochen wird FDP-Chef Lindner mit SPD und Grünen über deren Konzepte zur Wirtschaftspolitik sprechen.